Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Ja, wir haben das letzte Mal einen Rift gemacht und heute werden wir die Kopfgelder machen. Und da ist gerade der Bonus in Westmark und dann werden wir Westmark machen. Und ja, mal schauen, wie viel Level wir bekommen. 24 Schaden pro Sekunde machen wir. Ist noch sehr gering, aber ja. Mal gucken, wie es jetzt geht. Ich habe übers Wochenende war ich zu Hause. Das ist so ungefähr 10, 20 Kilometer von diesem Standort hier bei der Wege entfernt. Da habe ich nur ein bisschen Diablo 3 gespielt, sonst eigentlich nichts. Kein Minecraft, kein Skyrim, kein Champions of Regnum und so. Und habe einen Mönch in der Nonsession gemacht und ein bisschen gelevelt. Habe ich ein Set von Innas, ein Set von Shenlong und zwei Set-Teile von Shenlong und noch einen Wukong oder so etwas habe ich noch gefunden. Und Maltail, also machen wir von nach oben. Ja, leider ja, habe ich eigentlich nur G-Rifts gemacht und habe eigentlich nicht viel gefunden. Ich muss schauen, wie schnell man die Set-Teile findet, weil sonst wird das Let's Play leider ein bisschen langweilig, wenn der Boni halt nicht geht. Sonst wäre ein Let's Play eher in der PTR etwas Gutes, weil dort die Items auch droppen. Aber es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man die Sachen so schnell nicht findet. Und wenn man alleine spielt, hat man halt auch ein bisschen weniger Chance, die anzufinden. Und ja, aber ich denke, es wird nicht allzu lange gehen, bis wir dann die Supersets zusammen haben. Nur ein bisschen langwierig. Okay, ah, jetzt kann man da durch. Ich muss jetzt wissen, wo man hin muss, weil das ist immer so. Ah, jetzt wird es angezeigt. Das ist immer so ein Gebiet, wo man nicht weiß, wo man hin muss. Aber man muss jetzt eigentlich hier nach Südwesten. Ja, es macht immer noch recht wenig Schaden, dieses Gewitterfront-Zeugs. Und diese Armschienen, die eigentlich machen, dass der explodierende Hand oder die explodierende Hand auf andere übertragen, habe ich leider auch noch nicht gefunden im Non-Season. Aber ich habe jetzt einfach mal ausprobiert, wie es so später dann ist. Und ja, hier geht es leider noch einige Zeit, bis ich soweit bin. Und weil ich sowieso nicht aufnehmen konnte daheim, tut mir leid, dass es einige Zeit gegangen ist jetzt, bis wieder eine Folge kommt. Also 2 Tage, ja, 3 Tage. Konnte ich leider ja eben nicht aufnehmen, weil ich dort keine Aufnahmesoftware habe und so. Keine so gute Internetverbindung habe zum Hochladen. Ja. Und ich frage mich jetzt, wann man da mal ein bisschen Bosse kommen oder so. Also Elite oder. Da ist der Weidemann, ja. Der Weidemann war es genau, den ich mir eigentlich erhofft habe. Das ist ein besonderer Gegner, der macht eine besondere Attacke scheinbar. Mit diesen Feuerschnüren. Und mit dem. Ja, das ist auch noch. Naja. Okay, wir haben gegen den Baum geschlagen. Das ist auch mal etwas. Oh, Woge des Lichts, sehr wichtig. Das nehmen wir. Oh, toll. Selbstreflexion, wir haben leider nicht den Blitz. Okay, dann haben wir das erste abgeschlossen.
kommt das zweite Kopfgeld, tötet Bari Moku. Okay, gehen wir dorthin. Und schauen mal, wo dieser Moku ist. Und 150 Gegner noch extra töten. Ja, das ist eigentlich relativ leicht bei diesen. Oh, fett. Das sieht mal cool aus. Das Original habe ich eigentlich nie verwendet, wusste ich jetzt das gerade nicht, wie es aussieht, aber das sieht mega cool aus. Das sieht besser aus eigentlich als die Donnersäule, die ich eigentlich immer nur verwende. Sonst verwende ich die eigentlich nie. Ohne Rune, ohne Donnerrune. So, jetzt ist hier ein Champion-Gegner. Ah ja, Elite, das lag mir wieder auf der Zunge. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, leider ein bisschen wenig Geisteskraft. So. Also mein Ziel ist es eigentlich im Let's Play so hoch wie möglich in den G-Rifts zu kommen, aber auch euch sehr viel Abwechslung bieten. Und das werde ich einfach machen, indem ich eben Abwechslung mache, auch etwas Lustiges mache, etwas ausprobieren, nicht immer mit High-End-Equip herumlaufen werde, auch mal andere Attacken einsetze und den Kanais-Würfel eigentlich richtig ausnutze. Bestmöglich. Und dafür müssen wir leider viel machen. Also, wir müssen die Rohstoffe immer wieder sammeln von den G-Rifts. Nein, nicht von den Kopfgeldern, meine ich. Und wir müssen viele Rohstoffe sammeln. Diese Tränen oder was es sind. Und die von den Unix, wenn man sie zerstört. Die Rohstoffe bekommt, dass diese Rohstoffe brauchen wir. Leider noch ein bisschen langsam, also am Töten, aber das wird dann richtig schnell gehen. Ich liebe das so, also wenn jetzt hier überall Gegner wären, dann würde eigentlich nacheinander alle in eine Explosion aufgehen. Also so richtig. Von hier unten zum Beispiel hier hoch, alles Explosionen. Das sieht richtig genial aus dann am Schluss. Und da gibt es noch mehr. Also es kann noch mehr möglich sein. Ich habe im PT eigentlich noch nicht so vieles ausprobiert. Also 150 Gegner haben wir noch. Jetzt müssen wir eigentlich noch dorthin gehen. Dann laufen wir eigentlich dorthin durch. Aber hier könnten wir mal eine Glocke hintun. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder einfach Wünsche habt oder irgendwie, was ich noch machen soll und so, das dürft ihr alles in die Kommentare schreiben natürlich. Und ihr dürft es auch sagen, wenn es ein bisschen langweilig ist, dass ich es ein bisschen besser, spannender machen soll. Jetzt momentan ist es halt ein bisschen noch langweilig, weil wir erst am Anfang sind. Sehr wenig Geisteskraft haben. Und auch nicht so richtig generiert bekommen mit dem linken Maustaste Skill. Donnerfäuste. So, schauen wir mal hier kurz. Können wir leben? Ne Boge machen, aber ohne Rune ist es nicht so gut. Okay. Ah, hauen wir ab von diesen vielen Skarabäus. Was nicht aussieht wie ein Skarabäus. Okay, ein eigenes Aussehen haben, besitzen sozusagen. So, hier durchlaufen.
Also, sonst geht es viel zu lange. Ach komm. Nein, ich schon wieder eine Elite. Ein Champion. Oh, schön. Das hat viel Schaden gemacht, das Level Up. Jetzt ist explodiert in der Hand. Sehr schön. Aber leider noch richtig schwach, weil es immer nur einen Gegner trifft. Ohne die Armschienen. Aber dafür auch noch einen passiven. Ja, da können wir eigentlich auswählen. Ja, ist wichtiger als das, Entschlossenheit. Was nicht so oft in den kommt. Ja, 1200 Schaden. 2077. Wir werden wahrscheinlich die Eisfähigkeit nehmen oder die Elektro. Nein, die Elektro ist eigentlich nichts Besonderes, weil wir dann die Armschienen haben. Nützt das eigentlich nicht, was die Donner Rune so macht. Darum eigentlich Eis. Es war auch mal Ding, Feuer, aber Feuer wurde genervt. Leider. Aber das ist Blizzard leider, wenn jetzt etwas wirklich zu stark ist, sofort nerven eigentlich. Ist ein bisschen frech. Boah. Das konnte ich fast nichts machen. Weil ich gerade Heiltrank genommen habe. So. Oh, weg. Boom. Gut, das haben wir auch. So, haben wir hier etwas Besseres. So. Gut. Wieder ein bisschen equipped, was besser ist. Und jetzt müssen wir eigentlich hier ringsum. Jetzt gehen wir nämlich wieder nach Norden. Okay, wir sind unten durch. Gonkei K ist jetzt offline. Askent hat einen Gegenstand erbeutet. Ah, der Gürtel. Der Gürtel, der fehlt mir eigentlich beim Mönch von der Non-Season. Weil dann hätte ich das Set komplett. Das ist nämlich nur ein Zweier-Set. Und ja, aber leider können wir Gegenstände nicht mehr tauschen. Wenn Kollegen und Mitspieler, die nicht online waren. Schade. Aber den finde ich sicher auch relativ schnell in Non-Season. Weil er ist nicht so selten. Aber es ist ein relativ gutes Set für zwei Gegenstände. Weil es Bewegungsgeschwindigkeit bringt. Und auch ein bisschen Schaden. Und so weiter. So, jetzt muss aber dann langsam der Boss kommen, also bitte. Oh nein, da. Nein, danke schön. Ich gehe weg. Oh, Elite. Balata heißt er. Okay. Kugel der Skarabäus. Wieso Kugel? Soll der nicht König heißen oder so? Die Kugel. Der Oberhaupt der Skarabäen. Also ich kenne einen guten einmaligen Fußballer, der momentan irgendwo so Essen Kochshow macht. Als Kugel, aber okay. Den habe ich von Stefan Raab. Aber versteht vielleicht, was ich meine, wenn man so einen momentan Kugel aussehenden sieht, dann denkt man schon an eine Kugel. Oh, aber knapp gewesen. 14, yay. Und jetzt? Aktive Fähigkeit. Ah, jetzt kommt das Zyklonschlag. Den möchte ich auf die 1 nehmen. Und jetzt haben wir Windstoß hier noch. Nein, nicht frieren, oder? Okay. Machen wir einfrieren und hier den Zyklonschlag.
Dafür hier der fegende Tritt. So. Dann haben wir auch ein bisschen Destruction. Wow, gleich mal am Ende von der Map. Sind wir eigentlich hier unten haben wir angefangen und hier oben war der Boss. Eine Frechheit. So, das dritte Kopfgeld. Da müssen wir was, habe ich jetzt gerade kurz nicht geschaut. Aber ich denke, einen solchen Tunnel. Oh, jetzt müssen wir wirklich in eine Seuche gehen. Das tönt nicht gerade sehr gesund. Oh nein, nicht die. Das sind Strafer. Heißen die nicht Behemoth auf Englisch oder so etwas? Und die stunnen einem eigentlich die ganze Zeit. Das ist nervig mit dem Sprung. So, wir gehen hier nach Richtung Norden, damit wir einfach mehr sehen. Weil es ist ja schräg, das Bild. Da gehe ich eigentlich immer direkt nach Norden. Maltes Schatten. Ja, nicht stunnen lassen. Also ihr seht es, wo er hintrifft. Ja, wir sind ungefähr richtig. So. Ah ja, Zyklonschlag mal einsetzen. Aber nicht hier bei wenig Gegner, bei vielen Gegnern einsetzen. Wie ein Staubsauger saugen wir dann die Leute, die Monster zu uns hin. Ah ja, bei denen. Wupp. Ich mag das. Ich mag das sehr. Ja, elektrisiert. Ist nicht so angenehm, aber es macht relativ wenig Schaden. So. Ja, toll, jetzt habe ich Zyklonschlag zuerst eingesetzt. Dann ist eigentlich der Gegner auf die andere Seite von der Mönchin hingegangen. None könnte man sie nennen. So, jetzt haben wir hier noch 20 Geschicklichkeit. Ah, nicht Erfahrung. Kein Bock auf Erfahrung. Ja, dann ist nichts mehr. Schade. So, der Seuchentunnel ist hier unten. Da entlang. Oh, nicht die Exorzisten. Weg damit. Keine Exorzisten, bitte zu mir. Ich bin nicht der Teufel. Lass mich in Ruhe, Exorzisten. So, und jetzt runter. Aua. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. So. Also, das haben wir eigentlich auch. Und jetzt sind wir bald da. Nein, bitte nicht. Bitte mal Teleschatten. Weg damit. Abhauen. Ohne Gegner töten jetzt. Tschüss. Oh, das sieht gut aus. Die Axt mit dem Blitz sieht recht gut aus. Aber es ist leider so ein bisschen 0815 von Diablo her. Aber sieht trotzdem immer gut aus. Aber mit Diablo 3 ist es einfach eine Axt mit Blitzschaden, oder? Aber sieht trotzdem irgendwie gut aus, weil so oft hat man auch keine Axt mit Blitzschaden. Weil man dann eigentlich eher nur noch Unix trägt. Und da gibt es, glaube ich, keine Axt mit Blitzschaden bei den Unix. Aber es gibt einen Hammer mit Blitzschaden. Oder mehrere haben wir sogar, aber vor allem so, da müssen wir immer Gegner töten, damit wir den Schatz bekommen oder sogar einen doppelten Schatz haben bei den roten Kisten.
Ja, das ist jetzt nicht mehr nur eine Runde, aber es geht da bis zu 5 Runden. In die Pesttunnel. Ah, schön ausgewichen. Dem Feuer. Einfach immer mitlaufen. So, Stufe 15. Er bekommt eine neue Fähigkeit. Ja, Schaden muss er nicht ausrichten. Darm eher betäuben. Oder was das genau war. Ach, ich kann den nicht einsetzen. Die Glocke. Ein Gürtel. Einen besseren Gürtel. Sehr gut. Auch wenn er nur blau ist, hat er sehr viel Geschicklichkeit, das heißt Schaden. Und das ist gut so. Und jetzt Ebene 2, da müssen wir alle Gegner töten, also jetzt nichts mit durchlaufen. Sonst bekommen wir das Kopfgeld nicht fertig abgeschlossen. Ding, Glocke drauf, Glocke drauf, Glocke drauf. Sehr schön. Ja, hier auch. Mit der Glocke drauf. Einfach nur spammen. Die machen recht viel Schaden. Um die Bogen schützen. Oh. Legendary. Eine Faustwaffe. So. Gucken wir mal. Ah, die Seuchenklaue, das weiß sie. Schön sieht sie aus. So, kurz was getrunken, damit ich. Ah, Geiferschlag, okay. Damit ich noch ein bisschen weiter reden kann. Sonst habe ich dann richtig den Kopf. Ja, ist stärker. So. Ja. Ihr wisst. Was ich meine, so richtig der Hals trocken und dann höre ich plötzlich auf zu reden und kann nicht mehr weiterreden, weil mein Mund voll trocken ist und als würde es eingefroren sein, aber einfach mit Trockenheit. Schlimmes wird. So, noch ein Zauberstab. Für was braucht man einen Zauberstab? Oh, der macht mehr Schaden so. So. Ja. Haben wir zwar keine zweite, also nicht mehr so schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Hab dafür mehr Schaden. Auf Schweizerdeutsch zu reden ist nicht so anstrengend für die Gurgeln und für den Hals oder so. Aber weil deutsche Sprache schwere Sprache eigentlich für einen schweizerdeutschen YouTuber bedeutet, ist das schon für mich noch ein bisschen mühsam, wenn ich die ganze, also 30 Minuten lang immer nur reden.
müsse. Aber für mich, ich brauche einfach Herausforderung auch für meine Gurgel, für meinen Hals, für meinen Mund. Und da muss ich einfach ab und zu während dem Let's Play kurz einen Schluck trinken, damit ich nicht zu einem trocken, zu einer Mumie innerlich werde. Sozusagen. Ah, Gleichmut, aber das ist nicht so. Konsistenz, da muss ich kurz hier. Hier. So. Wo war das? Okay, da muss man. Gleichmut hier. Okay. Schutzschild. Aha. Ja. Ja, ist gut. Ich will kein neues. Sie sollten einfach das Update, dass man nicht immer das neu blinken sieht. Es ist ja klar, schon klar, dass man es anschauen will. Vom Spiel auch eigentlich bekommt, aber das muss doch nicht immer sein. Das ist recht. Wie soll man sagen? Nervig schon fast. Richtig nervig. Zerstört die Todeszeilen. Zellen. Okay. Ah, lass mich in Ruhe mit dem Rückstoß. Schade, dass ich nicht mitgekommen, also herangezogen wurde. Das ist Zweihand, glaube ich, oder? Vom Bild her. Ja, schade. Das hätte ich mit dem Schild austauschen können. Oh, ah, das ist diese Quest. Die mag ich. Also ich habe nicht mehr oft in der PT eigentlich diese Kopfgelder gemacht, weil ich eigentlich schon viele hatte. Am Anfang gesammelt. Ich dachte, man braucht viel mehr von diesen Rohstoffen, die man bekommt seit diesem Patch. Und habe da ganz am Anfang schon extrem viel gesammelt, so irgendwie 150. Und dann brachte ich im Schuss gar nicht mehr und habe die Kopfgelder eigentlich langsam wieder vergessen. Aber hier ist gut, kann man das eigentlich alles wieder machen nacheinander. Nicht mehr alles sofort holen, sondern abwechseln mit den G-Rifts, mit den normalen Rifts, mit den anderen Sachen noch. Weil Abwechslung ist in so einem Spiel, was nicht so gut Abwechslung bietet, eigentlich schon wichtig. Für einen YouTuber vor allem, der das Let's Play auch sehr lange machen will, sollte man schon ein bisschen Abwechslung hinkriegen. Aber jetzt geht es schon recht viel schneller, oder? Also am Anfang hatten wir schon ein paar Probleme mit dem Schaden ausrichten. Aber die Klinge, die ist richtig fett stark. Ich sollte vielleicht ein bisschen taktisches etwas noch mitbringen. Den austauschen mit ja, Lichtblitz ist schwach. Gleichmut eigentlich auch nicht so. Ab Level 19. Okay, machen wir es ab Level 19. Aber das kommt dann hier hin, auf die 4. Ah ja, der wie sagt man denen? Ja, die Pets halt vom Mensch. Gut schauen. Mystische Verbündete. Okay. Habe ich das auch wieder im Gehirn? Ich möchte gerne noch zum Ausrufezeichen dann. Dann haben wir noch Maltrail. Ja. Wird wahrscheinlich knapp mit der Zeit, dann ist das ein nächster langer Part. Ah, das ist das, da kommt auch ein Elite-Gegner raus.
Der buddelt jetzt die ganze Zeit, kommen Gegner raus und später kommt dann noch ein großer. Und wir müssen eigentlich den verteidigen, während er ausbuddelt. So. Und hier oben kommt er dann raus. Ja, ja. Ah, ja, so gut. Ja, ja. Schwache Gegner. So. Jetzt kommt aber zuerst der. Ja, jetzt kommt zuerst der. Genau. Gravatius. Gravitius. Okay. Und dann kommt die Schatzkiste, der Schatz. Ja, da kommt der Schatz raus. So. Und. Schlag der sieben Feste. Ah, sehr schön. So, ich mache hier rasender Angriff. Später dann mystische Verbündete. Hier mache ich Schlag der sieben Fäuste und hier mache ich Zyklonschlag. So. Gut. Und Schlag der sieben Fäuste ist also ein unbesiegbar während des Angriffes Teleportierzeugs. So, jetzt brauchen wir noch einen, der ist wahrscheinlich hier irgendwo. Von diesen Todeszellen. So, das ist jetzt dieser Angriff der sieben Fäuste. Siebenmal einen Gegner angreifen. So, jetzt muss ich aber wissen, wo der andere ist. Da oben oder da unten? Ich glaube eher da unten. Das Zepter des wahnsinnigen Monarchen. Ah, das ist der. Naja. Wäre für mich nichts. Auch wenn er vielleicht stärker wäre. Aber ist Einhand, oder? Ja. Plus 8% Schaden ist schon gut. Aber die Pass, also die Gegenstände sind mit der goldene Wert, ist eigentlich immer, ist von dem eigentlich recht schwach. So, aua. Wo ist jetzt dieses Teil? Hä? Wenn man es braucht? Hä? Hä? Ah, es geht noch weiter nach oben. Ja, sagt mir doch jemand, der das sagt. Sagt mir doch das. Dass es hier noch weiter nach oben geht. Blöder Nekromant. So, aber jetzt, ich will nicht so lange ein Video machen. Also der Schlag des Infos ist eigentlich gut, wenn so zwei bis drei Gegner in der Nähe sind. Da können die mehrfach angegriffen werden. Oder einen einzelnen Gegner. Dass der eigentlich siebenmal angegriffen wird. Aber später dann mit explodierender Hand, wenn das auch prockt, also wenn es setzt oder durch das Set, dann ist es wichtig, dass so viele Gegner wie möglich, also sieben Gegner getroffen werden. Damit die sieben alle dann explodierende Hand auch sofort haben. So, jetzt muss ich eigentlich nicht zurück, sondern weiter. Ja, jetzt kommt noch Maltoe. Und dann haben wir eigentlich Kopfgeld gemacht. Dann bekommen wir noch das Würfelchen über mit dem Bonuswürfelchen, weil Bonus drin ist. Und ja. Dann kommt im nächsten Folge wieder ein normaler Rift. Und dann wieder ein Kopfgeldauftrag. Dann ist wahrscheinlich der erste Akt dran, weil ich dort auch den Prunk.
Der Ring, Prunk, nein, nicht Prunkring. Auf Deutsch weiß ich den Namen, glaube ich, nicht so, aber Ring of Grandeur im Englischen. Fällt mir jetzt gerade nicht auf, wie er auf Deutsch heißt. So, ich will durchrennen. Ist nur hier. Nur hier geht's weiter. Lass mich durch, du fettes Teil. Ich werde dich jetzt besiegen. Du wirst sterben, du hast mich nicht durchgelassen. Das geht mal gar nicht. Tschüss. Ja, ne blaue Armbrust bekommen wir. Okay, hat sich nicht gelohnt. So, jetzt hier weiter. Ach komm, nicht kein Gerümpel in deinem Weg stellen. Tschüss. Jetzt. Jetzt müssen wir eigentlich durch das Portal dort. Ja, jetzt müssen wir unten durch. Okay. Okay, ich verstehe es. Ich verstehe es. Schon wieder so ein Fettsack. Tschüss. Ah, Gottchen. So, ja, das reicht rein für den Malteil. Boah, Xoren. Okay, der hat einen komischen Namen. Und jetzt, oh, das liebe ich so. Ich mag irgendwie das, dass man so irgendwie seitwärts ein bisschen rüberlaufen muss. Hier wieder gerade, vorne wieder schräg. Und die Herz der Festung. Das Herz der Festung. Ah, oh, Malte, kommst du auch mal wieder vor? Den muss man so wenig eigentlich besiegen. Ich weiß gar nicht mehr, was er für Angriffe ungefähr hat. Aber ich möchte deine Flügel haben. Kann man die Flügel eigentlich jetzt verwenden? Aua! Was ist das jetzt für ein Angriff? Kenne ich gar nicht mehr so richtig. Oh, oh, weg! Boah. Ja. Okay, Malta, ich weiß es. Ich weiß es. Es ist gut. Dankeschön, du hast mich erledigt. Oh nein, ey. Scheitert es an dem, weil er einfach die ganze Zeit dieses Teil spammt. Das ist böse. Das ist so richtig böse. Jetzt spammt er wieder immer diese Wolke. Nein! Der macht recht viel Schaden, wenn man so schwach ist noch. Okay, taktisch ein bisschen besser. Vorausschauen. Der hat so viel Angst. Der hat so viel Leben. Komm schon, hey. Wir machen einfach null Schaden an dem. Lass mich in Frieden. Jetzt spammt er wenigstens diese Wolken nicht genau so in meine Fresse. Ja, toll, hey. Das ist so ein Arsch. Ich kann halt nicht so oft angreifen, das ist das Problem.
Aber was ist jetzt mit dem los? Wo ist der? Ah, da ist er wieder. Lass mich... Ah, nicht schon wieder. Nein. Eine Stunde später hat er mal ein bisschen weniger Leben. Cool. So. Mal ein bisschen generieren wieder. Von der Geisteskraft. Jetzt hat er nur noch halbes Leben. Weg damit. Jetzt kommt die zweite Phase dann. Die, glaube ich, sogar noch schwerer ist, natürlich. Aua, das macht das geht mal gar nicht. Oh, jetzt. Puh. Komm, weiter. Genau. Aha, das ist diese, ja. Die Feuerbälle machen recht viel Schaden, die er abgesondert hat. Oh, ich wollte ihn überraschen. Ich habe gleich mal einen Heiltrank getrunken. So jetzt aber, komm schon, hey. Ich bin stärker, ich bin eine Frau. Ich spiele eine Frau hier in Diablo 3. Also bitte. Mal schlagen. Was ist das jetzt? Was machst du da? Malte, mein Kumpel. Komm mal, geh besieg. Sterben. Werde besieg. Das ist unschön, aber wirklich unschön. Das mag man nicht. Das ist böse. Böse und unschön. Wirklich unschön. Dankeschön. Ah, Mist. Okay. Brechen wir das ab. Später kann man dann bessere Gegner als anrichten. Am Anfang ist er mit Level 18 noch viel zu stark. Ich habe es probiert, aber weil natürlich Diablo 3 so ist, kommt man kurz in so ein Gewitter rein und attackiert einen. Ich habe man eigentlich, weil man noch recht wenig Leben hat, schon verloren. Okay. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.